Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Factorio. Und ja, wo sind wir gerade? Gelbe Forschung müssen wir machen. Das heißt, wir brauchen Leichtbauteile und dafür haben wir erstmal ein bisschen Platz gebraucht. Genau, weil wir müssen hier weiterbauen. Und dafür mussten wir halt erstmal wieder eine Produktion für Klippensprengstoff hochziehen. Das haben wir zum letzten Part gemacht. Okay. So, dann können wir das Ganze hier verlängern. What the fuck? Ah, hopp. So. Leichtbauteile. Dafür brauchen wir eine riesige Fertigung wieder. Und wir brauchen wahnsinnig viel Kupfer. Leider. Das heißt, wir werden zuerst mal hier einen Balancer einbauen. Ja, machen wir den hier hin. Alter, jetzt wird das genommen. So, einmal hier, ups. So. Leichtbauteile. Und wir sagen, der macht 45 Gegenstände pro Sekunde. Und der braucht 20 Sekunden zum Herstellen. Braucht 1 pro Sekunde. Können wir 45 Maschinen auf einmal versorgen. Das heißt, wir werden das einmal auf 35 begrenzen. Würde ich mal sagen. Ups. So. 1 pro Sekunde sollten die hinbekommen. Ich glaube, wir werden noch mehr Platz brauchen hier. Was passiert hier gerade mit Stein? Sag bloß, wir haben hier etwas Steinmangel mittlerweile. Ah, schaut so aus. Die fördern hier nicht mehr viel. Müssen uns mal wieder. Oder eigentlich zum ersten Mal mal eine neue Versorgung für Stein suchen. Okay, na gut zu wissen, da haben wir ja schon unsere Bots. Wäre also deutlich schneller gegangen alles, aber gut. Ist wie es ist. Ups. Was? Schon wieder alles verbraucht? Okay, das ging
Schnell. Vielleicht doch etwas langsamer hier. Es ging sich aus. Perfekt. Schön, damit haben wir jetzt ordentlich Platz. So, dann kommt hier mal Kupfer. Dann brauchen wir noch Kunststoff und Stahl von der anderen Seite. Davon brauchen wir aber nicht so viel. Kunststoff und Stahl. Das heißt, wir müssen Stahl einmal hier durchführen. Die mal hier durch. So. Plastik. So, damit hätten wir mal alles da. Natürlich muss da irgendeine Scheiße im Weg stehen. Das ist so typisch. Es fehlt uns hier genau zweimal Landaufschüttung. Es waren nicht zwei, es waren acht, die fehlen. Eins ist zu wenig. Was haben wir hier schon? 9, 10, 20, 30.
So, das hier hin und hier hoch. Scheiße. Genau. War sehr nett ausgegangen. So, dann können wir das Ganze hier nämlich nochmal bauen. So. So, jetzt fehlen uns natürlich wieder die roten Greifarme. Weg. Nein, habe ich gesagt. Weg damit. Scheiße. Das wollen wir natürlich auch vermeiden. Okay. Wieder das Förderband aus. Oh, jetzt sind die hier ein bisschen in der Sackgasse gelandet. Balancer. Dann schalten wir das Ding mal ein. Mal sehen, was passiert. Die brauchen doch ganz schön viel Plastik, offensichtlich. Und jetzt haben sie kein Kupfer mehr. Weil die da oben so lange brauchen zum Nachholen. Aber wir haben Leichtbauteile. Und die hier und die Flugrobotergestelle brauchen wir für die Forschung. Das heißt, wir sollten jetzt alles beisammen haben. Eigentlich. Richtig. Wir haben sogar alles hier unten. Dann machen wir das gleich anders. ID können wir löschen. Gut. Ja doch, das hat schon mal gepasst. Das muss hier hoch. Und auch, ja, sagen wir mal hier hin.
So. Das hier wieder anschließen. Dann können wir hier die Forschung schon anwerfen. Wir brauchen eh nicht so viele Sachen. Ach, das können wir eigentlich so machen. So, das dahin und Output. Zwanzig Stück, jawohl. Und wir haben keine Förderbindung, schon wieder keine Förderbindung mehr. Wir sind ziemlich voll. Tja, damit haben wir auch die gelbe Forschung fertig. Oh, und wir müssen hier dringend mal wieder nachlegen. Bitteschön. Damit mal wieder das gute, schwache Uran durchkommt. Was wir sonst eigentlich gar nicht brauchen. Ja, solche Raketen kriegen wir hier für unsere Nuklearraketen dann auch. Und Forschung ist wieder da. Noch mehr Wasserforschung. Und Greifarme fehlen uns auch schon wieder. Wie schön. Oh oh, zu wenig. Kupfer ist hier. Müssen wir Belt Balancer reinmachen. Warte, wie viel brauchen wir dafür? Sieht man nicht. Schön. Dann nach Gefühl. Einmal hier und einmal hier. Da hat es gepasst und dort natürlich nicht. So.
kaputt. Und wir haben kein optisches Fließband mehr. Gut, Freunde, aber das war's wieder für diesen Part. Im nächsten Part können wir die Forschung dann anschließen. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.